Ich war noch als kleines Kind, natürlich kann ich das nicht akzeptieren. Ich habe die Entscheidung meiner Mutter auch nicht verstanden, warum ich unbedingt in dieser Zeit nach Deutschland gehen muss. Und ging doch gut. Und ich habe auch die Trennung meiner Eltern damals auch nicht verstanden. Und ich habe vieles nicht verstanden. Aber damals war es so, die Eltern haben immer die Entscheidung getroffen und wir als Kinder müssen das einfach mitmachen. Und ich habe da auch keine andere Wahl gehabt. Es ist Mittwochmittag, als Bin Min Wu seine Geschichte erzählt. 20 Jahre ist es her, als er in ein Flugzeug steigt, seiner Heimat Vietnam widerwillend in den Rücken kehrt. Es geht nach Berlin, ohne Vater, nur mit Mama. Sie kämpft, sorgt für sich und ihren Sohn. Sie hatten auch keine andere Wahl, als nur fleißig und hart zu arbeiten, für mich zu sorgen. Und Gott sei Dank bin ich da auch sehr viel mit guten Menschen begegnet. Ich hatte sehr gute Freunde gehabt, die mich motivieren, die mich unterstützen. Und ich habe dadurch immer gesehen, wie hart meine Mutter für mich arbeiten musste. Und deswegen muss ich auch mein Bestes geben, um das Beste aus meinem Leben zu machen. Ich habe mir immer gewünscht, irgendwann werde ich erfolgreich, dass meine Mutter nicht mehr so hart arbeiten muss. Und das war immer mein Ziel gewesen. Ich möchte Erfolg haben. Ich möchte, dass meine Mutter irgendwann nicht mehr so hart arbeiten muss. Dafür ebnet er den Weg in Nürnberg. Als er im Alter von 24 hier ankommt, eröffnet er sofort ein Restaurant in der Färberstraße. Das Restaurant läuft auf Anhieb gut. Nach und nach stellt er mehr Mitarbeiter an, eröffnet noch ein zweites Restaurant und ein drittes. Aktuell laufen die Planungen für ein viertes. Es soll so bald wie möglich aufmachen. Vier Restaurants mit 60 Mitarbeitern, das kann stressig werden. Ruhe findet Bin Min in der Musik. Schon seit Jahren betreibt er parallel zu seiner Arbeit einen YouTube-Kanal, hat Millionen von Fans. Fans in Europa, aber auch in seiner alten Heimat. Durch Musik habe ich immer mehr gespürt, mein Leben macht dadurch mehr Sinn, weil ich habe immer mehr erkannt, jeder Mensch möchte verstanden werden. Und jeder Mensch muss auch bestimmte schlechte Zeiten durchmachen. Also man wird verletzt, man wird enttäuscht, man wird irgendwo auch einen Liebeskummer haben. Und so singt er, auch für und seine Mutter, verarbeitet in seinen Songs seine Gedanken. Geld verdient Bin Min Wu damit nicht viel, das kommt hauptsächlich über seine Restaurants rein. Hilfe für all seine Projekte findet er in seinem riesengroßen Team. Und darin auch Freunde und eine neue Familie. Ich habe hier Menschen, mit denen ich über alles reden kann. Ich habe hier Menschen, die mir zuhören, die mich in schlechten sowie in guten Zeiten unterstützen. Und ich habe gute Mitarbeiter, die meinen Traum auch verstehen, die mich gut kennen und die mich bei jedem, was ich vorhabe, unterstützen und auch hundertprozentig die Mühe geben, um mit mir als Team zusammen diesen Traum zu verwirklichen. Es gibt nun mal viele Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann. Und das sind die solche Dinge. Ich möchte immer mehr solche Dinge bekommen. Ich möchte mehr solche Sachen, Dinge immer erschaffen, bekommen, mit meinem Team, mit meiner Musik. Und das ist wirklich solche Sachen, wo man nicht mit Geld kaufen kann. Und das ist mein Ziel, immer mehr solche Anerkennung zu bekommen, dass ich meine Zeit sinnvoll nutze, um noch mehr Menschen zu helfen, zuzuhören oder die Empathie zu zeigen, dass man nicht allein auf dieser Welt ist. Weil ich weiß, wie schlimm das ist. Meine Mutter war sehr einsam, ich war auch sehr einsam. Jetzt sind wir das nicht mehr. Ein erfolgreiches Leben in einem ganz neuen Land. Für Bin Min Wu ist in Nürnberg dieser große Traum wahr geworden.